Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sir Forest, wieder mit Skuldur. Hallöchen. Und wir waren gerade dabei, den wunderschönen Gaben. Waffe! Ich weiß nicht, wie du dazu gemacht hast. Die habe ich schon hinten auf der Lichtung rumrennen sehen. Auf in unsere Richtung. Ich lock sie mal kurz hierher. Ja. Weil auf das habe ich jetzt mal überhaupt. Nein! Komm! Hauen die sich gerade gegenseitig oder was machen die da gerade Rabatt gegen den Garten? Oh. Ah, kann ich mal nicht einschalten. Bam! Headshot, Bitch! So, erstmal, kommt erstmal weg hier. Kommt erstmal weg hier jetzt. Kommt! Das dies und das und. Ja, du kannst kurz herkommen. Ich hab. Genug für euch beide. Aber jetzt müssen wir aufpassen mit Ausdauer. Alter, die ist so niedrig, die Ausdauer. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Weg von den Gärten! Die machen unsere Gärten. Alter! Ja, wieso haust du gegen den Garten, Alter? Was hast du denn gegen ein bisschen Erde mit einem Baumstamm rum, ey? Das gibt's doch nicht. Komm jetzt. Ja, gegen zwei kämpfen ist echt kacke, ehrlich. Frau, komm her. Frau, los. Alter, wieso? Nein, stirb endlich. Ja, Headshot, bitch. So, einer ist tot. Oder eine. So, jetzt ist er tot. Hey, die lebst noch? Stirb. So. So, ich renn mal dahinter. Da ist das Gibt's Tor. Ja nicht. Ich bring dir mal Nachschub hier. Und wo ist denn der jetzt? Ach, da. Ja, es passiert jetzt wieder, dass man ganz die falsche Taste drückt. Das ist ein Wunsch. Und dann können wir zumachen. So, ist hier eigentlich nur das hier kaputt, oder? Ja, sehr gut. Das ist noch ganz, das ist noch ganz. Das ist noch ganz. Ah, das ist noch was kaputt. Sehr gut. Ja. Machen wir das noch an? Knochen! Ne, passt. Hast du Rüstung verloren? Ich glaube ja, ein bisschen. Oh, jetzt habe ich dich eingesperrt. Was, Luchi? Banzai! Nice, Knochen! Knochen! So, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boah, wenn du einen Knochen für mich hättest, dann wär's gar. Ich glaube, das dürfte sogar gehen. Warte kurz. Wenn du drei Knochen für mich hättest, wär's geil. Hier. Nice, danke. Nice. So, wo haben wir stehen geblieben? Garten. Ah ja, genau, ich würde auch gerne was futtern. Es wird hier langsam echt ein bisschen leer. Ja, ich weiß, ich dachte es mir auch schon. Ah. Ja, wenn man irgendwie baut, dann gehen die Vorräte echt nach unten. Also wenn man gar nichts mehr macht. Ja, das stimmt, ja. Genau, das müssen wir eigentlich. Wir wollten ja hier ja theoretisch überlegen, hier mal einen Stein. Genau, da war ich was. Stierspiel. Den Turm, ne? Den hier Turm, so. Also hier irgendwie so her, ne? Und dann. Oh, die Bären kommen schon. Oh, cool. Ist eigentlich fast schon eine Mauer wichtig, falls mal irgendwie so ein Vetter kommt, ne? Deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen mit dem Bauen. Ja, ich überlege gerade, weil den Garten muss man eigentlich fast nicht größer machen. Hat eigentlich echt schon eine coole Größe, muss ich sagen. Nee, der Garten ist vollkommen in Ordnung. Dann kann ich jetzt hier schon anfangen, hier ja an den Seiten schon mal die Mauer zu ziehen, oder? Du schaust halt noch. Ach, das ist ein Hase. Hör doch das Baby. Wie hoch? Ja, nee, wir machen genauso hoch, so hoch wie es geht einfach, oder? Ha,
Hassi. Gerade? Oh Gott, das ist so weit. Ah, ein bisschen weiter links brauchen wir den. Ach, scheiß drauf. Ich mache jetzt die Mauer. Wo war denn die Mauer? Ah, da. Verteidigungswand, in der Tat. Ja, lass mal da ein bisschen Puffer. Kann ich hier schon in der Ecke hier anfangen, dann sieht's schön aus. Zack. Warte, so. Wenn ich's hier so ziehe. Auf welcher Seite ist das Seil? Das muss ich jetzt einmal nachgucken. Das Seil ist auf der linken Seite von dem Eingang. Ich glaube, da hatten wir echt Glück, ne? Als wir das letzte Mal den Turm gebaut haben, das war da auch der Eingang, also das Seil war. Also der ist hier, dann müsste ich den einmal komplett drehen. Bauen, Pavillon. Und dann einmal. Da müsste ich dann fast eine Ecke. Warte, dann mach ich so. Fange ich hier an. Da ist er. Genau. Dann kann ich den Kasi eigentlich fast löschen. Genau, in den Garten müssen wir ja eigentlich kein Tor integrieren, oder? Oder wollen wir dann irgendwie beim Turm ein Tor irgendwie auch noch hinbauen, in die Mauer rein? Ach so, sodass man notfalls rausrücken könnte, falls die... Ich weiß es gerade nicht. Ah, ich weiß halt, ja... Ja gut, eigentlich müssen wir es fast, weil das ist ja eigentlich ein Eingang, den wir oft benutzen hier, rein, raus, ne? Und wenn er hier plötzlich zu ist, haben wir keinen Eingang mehr in unserem Haus, also... Vielleicht hinterm Tor dann hier nochmal ein Eingang. Ja, okay. Oder zwei, einen da und einen da, so dass von beiden Seiten, ne? Oder ich weiß es gerade nicht. Ach, das könnte auch gut ausschauen, ne? Mit zwei Toren. Ja, so eine hier, ja. Weißt du? Eine hier so rein und eine, warte, das ist ein Loch. Ist blöd Hat gesagt, ich. Soll ich jetzt diese zwei Mauern also eigentlich so spitz zusammenführen und dann an den beiden Flanken eigentlich ein Tor rein, oder? Oder wie stellst du dir das vor? Oder soll die Mauer eher rundlich, oder? Also so einmal so rundrum, so schön rund, naja, ich gerade laufe. Bauen ist, ja, aber, naja, aber auch wenn man rund baut, ja, kommt das Tor, glaube ich, nicht rein, irgendwie. Es muss ja eine Gerade sein, irgendwie. Ich glaube, man muss versucht, hier. Prinzipiell ist es ja auch rund hier. Ja, halt leicht eckig halt, aber in dieser runden Form. Also ich weiß nicht, ob du gerade voller Rotze spitz, also wie im Pfeil meinst, Sam. Wie meinst du das? Ja, vielleicht, ja, also nicht wie so ein Einfach hier Pfeil. Wie die Mauer hier auch. Einfach einmal rund zumachen. Ich hänge mal schnell den Lurch auf, bevor ich den wieder vergesse, ne? Ach so, ja. Ich mach's einfach mal und dann kannst du es ja beurteilen. Falsches Hüttchen. So. Ich kann ja mal. Aber soll die Wand oder die Mauer relativ nah beim Turm sein eigentlich, oder? Also nicht zu weit weg sein eigentlich? Damit man gut runterschießen kann. Genau. Ja, genau, stimmt. Ja. Das wäre nicht blöd, ja. Da hast du recht. Daran hätte ich jetzt nicht mehr gedacht. Irgendwie so. Und kann man hier jetzt ein Tor reinbauen? Na, perfekt. Ist
das ist ein gescheites Tor. Ja, das erkennt man nicht. Ne, sieht ein gescheit aus. Irgendwas ist da verkackt. Aber das ist innen. Okay, Moment. Wenn die Dinge außen sind. Okay, das geht außen. Das wird nicht außen. Soll das Tor nach außen aufgehen oder nach innen? Nach außen eigentlich. Okay. Wie geht denn das auf? Achso, warte. Wir haben ja hier zweimal verschieden gebaut, ne? Einmal nach innen, einmal nach außen. Wir wollten eigentlich theoretisch. Geh weg. Hier haben wir es einmal so. Entschuldigung. Das ist gerade ingame geredet. Ja. Ich glaube. Nach außen, nach innen ist verkehrt, glaube ich, ja. Okay. Also, wenn wir im Garten stehen, soll es nach außen aufgehen. Alright. Ja. Nach außen. Ist besser. Ach nee, das ist irgendwie falsch, ja. No. Also die Bolzen müssen drinnen sein, die fetten Dinger. Ja, genau. Fucking hell. Ist da ein Loch drin? Hä? Was für das? Ach, sie laufen da hinten schon wieder. Schauen wir mal. Ah, so. Wir könnten dann, wenn wir hier so weit sind, ne? Yes. Da könnte man dann so gesagt, hier in diesen. Was macht denn die Katze schon wieder? Da könnten wir hier zwischen der Ecke hier, also in diesen. Ja, wie nenne ich da? In diese Ecke komplett könnten wir dann ganz viele Fallen bauen und unsere Kampfarena machen, dann wenn wir angegriffen werden. Ja, das stimmt, das könnte man machen. Ja. 1000 Fallen und dann einfach nur da langlaufen und hoffen, dass die überall reinlaufen. Aha. Ist ja. Boah, ist jemand verreckt? Boah, bitte, das wäre so geil. Ja! Lol, da ist jemand reingelaufen. Das ist ja gut. Oh! Ich glaube, der war jetzt nicht so. Irgendwie, ich möchte das Tor ein bisschen weiter nach links haben. Wieso geht es doch jetzt nicht? Wieso gehst du da nicht hin, du scheiß Tor? Kann das sein? Hier ist doch so schön gerade. Das ist nervig. Das ist jetzt hardcore nervig gerade. Obwohl, wenn das so. Tor da ist, dann. Dann nächstes Tor müsste hier eigentlich. Nee. Ich habe mal zwei Leichen. Oh, verrückt. Also ich habe ihn wieder mit einem Stein getötet am Boden, also irgendwie ist es bei mir sehr verbuggt. Okay. Ich krieg die Trophy nicht mehr. Müsste ich mal, keine Ahnung, entweder ein neues Spiel starten oder sowas. Vielleicht kann man ihn nur einmal im Match kriegen. Vielleicht muss man da das in einem Ding mal durchziehen und dann kann man hier immer noch keiner. Ah. Es ist jetzt zwar jetzt nicht perfekt, wo die Tore sind, finde ich. Ein bisschen. Ach, das ist nicht symmetrisch, das ist irgendwie. Ich schaue es mir gleich an, aber ich bleib mal da wegen den Knochen, nicht, dass sie wieder despawnen, weil Knochen sind nie schlecht, die wir gebrauchen können. Mhm. Ich weiß nicht, das wird mich eventuell nerven, dass es nicht symmetrisch ist. Irgendwie. Das eine Tor zu weit oben, das andere zu weit unten. Ja, obwohl eigentlich, wenn man denkt, das eine Tor geht eher so zur Küste runter. Zum Strand und das andere dann halt so Richtung Wald. Wenn man es so unter diesem Gesichtspunkt wieder sieht, dann geht es, glaube ich, sogar einigermaßen, finde ich. Wir müssen ja vielleicht wirklich nicht beide frontal rausgehen. Dann haben beide vielleicht noch einen anderen Nutzen. Ja. Alter, das sind schon wieder so viele Hämmer. Da unten schleicht jemand rum. Den kill ich mal kurz, den Speer. Ich habe ungelogen, wir haben jetzt wieder eine Premiere hier. Ich habe Knochen in die Knochenschachtel getan. Oh, das ist einer von Fallen, da hat noch ein Fallen nicht so drinsteckt. Weil ich gerade keine Knochen brauche.
keine Ausdauer. Stirb endlich. Nein! Ich habe ihn daneben geschlagen. So ein Dreck aber. Wo bist denn du? Ich kämpfe hier gerade gegen den Typen. Stirb. Wie bist du dahinter gekommen? Ich bin gelaufen. Ja, aber warum bist du dahinter gelaufen? Ja, weil da ein Typi war. Und der ist einzeln rumgelaufen, aber ich dachte, das ist doch ein einfacher Beutel. Es ist ja mal super. Bist du voll mit Knochen? Nö. Da fehlen mir noch vier. Vier, ja. Achso, okay. Bist du voll? Ja, ich bin voll. Sehr schön. Ich hab schon wieder Hunger. Wie kann das denn sein? Ja, bei mir geht's noch. Meine Ausdauer lässt sehr zu wünschen übrig. Ich überlege. Wir brauchen Fall wieder 250 Baumstämme, ne? Ja, ich hab's auch schon gesehen. Ich wollte es nicht laut aussprechen. Ja, gut, aber mit der Motorsäge geht's eigentlich. Ja, es ging eigentlich ganz schnell mit der Motorsäge und den über Dynamit und so. Ging eigentlich ruckzuck. Ich hab doch wen gehört. Das gibt's doch nicht. Schlag nach unten, schlag nach unten, schlag nach. Da hinten laufen sie. Arsch mich doch. Oh, die laufen voll in unsere Fallen rein. Schauen wir mal, ob einen erwischt. Alter, es sind ganz gar nicht mal so wenige, ne? Gut, ich würde sagen, wir bauen erstmal die Mauer und dann planen wir wahrscheinlich erstmal die Fallen, oder? Oder wollen wir die einfach jetzt schon mal. Ne, dann ist aber zu viel, glaube ich. Nee. Die Fallen, die brauchen wir jetzt noch nicht planen. Die Mauer ist jetzt wichtig. Einfach nicht rausgehen, die laufen gerade vorbei. Vier Leute, glaube ich. Ja, passt. Die Mauer ist wichtig, damit die unseren Garten nicht kaputt machen. Ja. Und den Turm können wir dann nachbauen. Ja. Und wir wollten jetzt so eine Art Treppe ein bisschen hochbauen zum Saal, ne? Wenn wir es brauchen, ja. Könnte man hier auch noch machen. Das können wir dann am Schluss machen. Irgendwann müssen wir die Dächer machen. Ah ja. Das sieht ja geil aus von hier oben. Unser neues Lager, ne? Das ist mit den Regalen, das sieht echt geil aus von oben. Das ist ein Labyrinth eigentlich. Ja, muss ich mir das auch mal kurz angucken, ja. Ja, aber ich glaube, sind da noch ein paar Dächer drüber, wenn wir das noch teilweise besser ausschauen. Ja, wäre irgendwie geiler. Und wenn vielleicht der alte Garten weg ist und vielleicht da noch ein richtiges geiles Haus dasteht. Oh ja, das sieht dann richtig nice aus. Ah, das sieht jetzt schon richtig geil aus, finde ich. Also, eigentlich schon, ja. Im Vergleich zu unserer ersten Siedlung in der ersten Staffel. Oder, es war keine Siedlung, es war ein Hüttchen. Ja, aber was mich auch ein bisschen stört, ist, dass da hinten der Weg... dass wir keinen Weg vom Tor zu unserem Weg haben. Ach so. Und wir können es eigentlich fast auch nicht ändern, weil halt da, also ja. Wir können schon einen Weg hinmachen, aber das kriegst du halt nicht weg. Ja, das ist irgendwie blöd gemacht bei einem Wegebauen, dass es nicht so verbindbar ist und dass das jedes Ding so ein einzelnes, eckiges Teil darstellt. Und man dann nicht so Rundungen machen kann oder sowas. Oder Kreuzungen oder was weiß ich. Ja, kann man... Ja, man kann es nicht im Nachhinein neu machen. Das ist das Doofe. Man kann nichts löschen. Das kommt erschwerend hinzu, ja. Ach, die eine Falle ist ausgelöst. Müssen wir dann nochmal erneuern. Oh. Doch, diese Baumstammfallen, die sind gar nicht mal so schlecht. Die, da habe ich auch eben vorhin, als ich gesagt habe, hey, da liegt ja eine Leiche. Das war auch bei der Baumstammfalle. Also am Anfang habe ich echt gedacht, na, so gut sind die nicht. Ja, die sind gar nicht mal so schlecht. Not bad at all. Man muss nur aufpassen, dass man es halt irgendwie richtig positioniert. So, ich weiß nicht, wie wir dann nächste Folge oder beziehungsweise jetzt am nächsten Tag dann. Boah, also das Wetter ist echt laut. Ich glaube, das muss ich echt mal leiser machen. Gut, ich werde jetzt mal mit der Motorsäge dann einen Abstecher in den Wald machen, wieder ein bisschen Holz holen. Ja, aber erst am nächsten Tag, oder? Können wir ja, schon schlafen. Ja. Ich überleg, ja. Also ich könnte schon schlafen. Es ist zwar noch nicht so. Halt nicht, geh raus, da ist ein Hase. Ich wollte gerade schießen, du bist mir weg! Ja, ich bin gerade im Speichern drin gewesen. Nein, er ist weg!
Nein! Sorry. Ja, ich kann schlafen. So, schlafen. Was soll's. Mensch, der gute Hase. Ja, wir haben eh schon so viele Hasenfälle. Die ist kalt und nass. Hunger habe ich, Alter. Ist irgendwie. Ein guter Vogel wäre es jetzt. Ja, ja, ja. Irgendwie will ich gerade unsere Ressourcen nicht aufbrauchen. Ja, ich habe auch gerade einen Vogel gefunden. Aber nur ein kleiner Hase, der werde ich wahrscheinlich noch ein Vögelchen brauchen. So. Vogel Nummer 1. Ja, no, so ein kleiner Vogel. Besser für nichts. So. Vogel Nummer 2. So, und dann tun wir den nochmal rein. Das Weg ist fertig. Zu die Tour. Den anderen Weg zu den Eingängen mache ich mal erst, wenn die Eingänge da sind, würde ich sagen. Yes. Oder? Yes, yes. Hm, jetzt bräuchte ich auch nochmal einen Vogel und es ist keiner mehr da. Ah. Ah, ah. Puh. Oh. Mm, lecker, lecker. Oh, und die Wasserdinger sind voll. Hammergeil. So. Nochmal ein Vögelchen drauf. Ja, man kann sich schon mit Vögeln durchschlagen, ne? So ist ja nicht, ne? Ja, vor allem die sind echt, ja, sehr nett und lassen sich leicht fangen. Hatten wir letztes Mal auch schon 4 Hasen drin? Ich glaube ja. Oder waren das nur 3? Oh, ich war mir vorhin auch nicht sicher. Also, als wir vorhin angefangen haben, also heute waren schon 4 drin. Also jetzt beim Schlafen ist keiner dazu gekommen. Mhm. Ja, aber ich glaube ja, weil es waren mal 2 drin und dann habe ich gesagt, ey, jetzt sind 3 drin. Dann hast du gesagt, geil. Stimmt. Und dann ja. Irgendwann mal später hast du gesagt, ey, jetzt ist noch einer drin. Stimmt, ja. Mhm. Da eigentlich umso mehr Hasen drin sind, umso höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass noch einer nachkommt, oder? Eigentlich also schon, einfach ja. Einfach mal so warten, bis das Maximum da ist. Ich frage mich zwar, was die da essen, weil da ist eigentlich nur ein Krausbüschel drin, aber naja. Ah, mei. Ist mir ja wurscht, so lange zu überleben. Vielleicht haben wir deswegen ja immer so wenige, weil sie sich gegenseitig essen. No. Das sind ja keine Killer Rabbits. Killer Rabbit! Ja, genau, jetzt schau dir mal schnell die 2 Tore an. Was denkst du? Also, man kann es halt jetzt nicht überall bauen, irgendwie. Den hätte ich gerne hier ein bisschen weiter rechts gehabt. Hier so in der Richtung. Ging ja, das? Naja, nee, da kann, man nur, da kann man nur einen Flügel bauen irgendwie. Das ist nur so ein halbes Tor irgendwie. Ach so, nee, oder, das nee, obwohl, das kann man es gar nicht mehr bauen. Doch, hier könnte man es bauen, aber das ist halt direkt neben dem Turm. Ja, das ist direkt neben dem Turm, ja. Nee, dann passt es schon. Dann ist es wurscht. Okay. Schaut es halt nicht wunderschön aus, sondern es geht. Hier ist es perfekt. Hier ist es perfekt. Ja, hier finde ich super. Oder man versucht, die Mauer noch ein bisschen anders zu bauen. Warte, habe ich die denn da gebaut? Also eher so und dann... Hier so eine weil, es geht mir, um den Weg, damit der leicht gerade mit einer ganz kleinen Kurve rüber geht. Ja, ich habe halt gehofft, dass es hier dann genauso ausschaut. Leicht gerade und mit einer leichten Kurve halt rüber. Warte, man muss es dann eventuell ein bisschen eckiger bauen. Also Glück sagt hier dann so eine Gerade rüber. Aber ich fange schon mal an, Holz zu fällen, okay? Weil jetzt ist gerade früh und jetzt könnte man. Ich habe kein Dynamit mehr. Ich hole mal ein bisschen Dynamit. Wieso kann ich denn das keine Mauer bauen? Das ist doch hier eine Gerade, oder? Willst du mich verarschen? Oh, wir haben bald kein Dynamit mehr. Das ist doch genau so wie hier.
Oder noch etwas steiler bauen. Wir müssten vielleicht mal wieder irgendwann Dynamit holen. Okay. Aber erstmal will ich noch ein bisschen bauen, weil das gerade so schön ist. Gut, dann nehmen wir hier nochmal. Haben wir irgendwo ein Wägelchen, würde ich noch gern mitnehmen. Ach, da ist ein Wägelchen. Das sind beide Wägelchen. Okay, yeah. So, dass einigermaßen symmetrisch ist. Genau, und jetzt nochmal steil nach unten. Sup. Und jetzt hier. Unfucking fassbar. So. Wieso kann ich denn da jetzt wieder so scheiß Ding bauen? Nee, es liegt echt wahrscheinlich daran, dass es hier so leicht nach oben geht. Ja, ansonsten, wie gesagt, baust du es einfach so und ich finde es nicht schlimm. Ist halt schade, aber man kann nicht alles perfekt haben. Es geht einfach nicht. Du bist halt nicht ich, ne, der alles perfekt hat, machen kann. Du darfst gerne probieren, hier das Tor. Nee, nee, ich tue Baumfällen hier. Ich bin gerade sehr schwer beschäftigt. Ja, da kann man sich natürlich auch aus der Verantwortung rausziehen. Ja, das blöde Licht hier weg. Na gut, dann baue ich das aber wieder ein bisschen anders hier. So. Eventuell. Ja. Ach, jetzt ist wieder auf der falschen Seite. Und dann nehmen wir den da. Keine Zeit verlieren, das ist. Muss alles hier strikt geplant sein. Ah. So schnell wie möglich alles holen, bevor die uns wieder angreifen oder so. Ey, warum rollt ihr weg? Warum? Wieso tut ihr das? Ich möchte. Oh, ich hatte es ja gerade richtig. Nee, jetzt. Nochmal? Sind noch mehr weggerollt? Ah, nee. Jetzt ist er da. Scheint nicht so. Na ja gut, dann, das muss halt jetzt. Ach, da ist ja schon eine Fuhre Holz da. Fleißig. Alter, wie schnell die Ausdauer einfach weggeht, wenn du so Holz einsammelst, ey. Da ist nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Dann du. Könnte man schon langsam überlegen, die Folge dann mal zu beenden. Von der Zeit her. Ja, ja. Oh, da hinten ist wieder einer. Ein. Ich schau mal, ob ich den vielleicht irgendwie heimlich. Ah ne, jetzt rennt er weg. Ah ne. Ich schleich mich dahin. Ich schleich mich zu ihm. Lulle, komm dann zu mir. Scheiße, das war kein Headshot. Natürlich, du schießt auf ihn. Und auf mich wieder gesaugt. Gibt keine Ahnung mehr. Mach du mal den Rest. Ah, ich hab grad keine Nahkampfwaffe. Jetzt. Oh!
bitte. Nein, ich habe meine Rüstung verloren. Was? Ich habe auch Rüstung verloren. Ich weiß nicht, irgendwie, wo ich mich nicht so gekümmert habe um die Rüstung, konnte ich viel besser kämpfen. Jetzt schaue ich immer drauf, ja, nichts zu verlieren. Jetzt kriege ich immer wieder eine aufs Maul. Nee, das ist bei mir immer die ganzen Baumstümpfe und so immer, wo ich hängen bleibe und irgendwie angreife und dann fällt der nach hinten und ich hänge mich einmal bei so einem Stein oder so einem Baumstumpf auf. Dann ist es meistens, dass ich einmal daneben schlage und der dann schlagt, ne? Und dann ist es meistens vorbei. Dann habe ich meistens verkackt. Also so ist es meistens. Kampf, ja. Oder von hinten pischt sich dann einer an. Nee. Ach so, jetzt ist leer und jetzt muss ich das. Ach so, okay. Sehr schön. So, dann sammeln wir die ganzen. Achso, jetzt dachte ich, da war schon wieder jemand, aber da war das nur ein Vogel. Könntest du eigentlich mal mit dem neuen Wagen kommen oder wie schaut es da aus? Im Moment, ich tue hier gerade versuchen, eine Schildkröte zu killen. Oh ja, die bringt Fleisch. Die Fleisch, ja. Oh. I'm coming. Hab schon selbst gemacht. Okay, passt. Dann hänge ich mal die Schildkröte auf. Boah, ich kann mir vorstellen, dass Schildkröte in echt, echt scheiße schmeckt. Ja. Richtig nach Sumpf. Uraltes Fleisch, Alter. So 100 Jahre oder älter. Wie alt können Schildkröten werden? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Das war richtig alt, genau, ne? Ja. Wärst du über 100 gekommen, sie werden schon wahrscheinlich. Ja, leicht. Leicht. Ich glaube sogar viel älter sogar noch. Also die können mehrere teilweise Hunderte werden, oder? Also nicht jede Schildkröte, aber irgendwo so eine spezielle. Also ich weiß, dass es eine Schildkröte gibt, die echt alt werden kann. Ich glaube 300 Jahre oder sowas. Mhm, bestimmt irgendwas. Aber du hast recht. Ich sammle jetzt die restlichen Baumstämme ein, dann beenden wir die Folge. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwas rumliegen habe. Hier unten liegt noch was. Hier liegt noch einer. Da liegt noch einer. Hier liegen noch zwei. Und ich glaube, das war's dann. Perfekt, dann fahre ich den Schlitten noch mal zur Runde. Genau. Dann komme ich einfach mal mit und dann verabschieden wir uns. Ja, geht doch gut voran eigentlich jetzt. Perfekt. Eigentlich schon, ja. Also wir waren schon mal langsamer. Ja. Vorteil ist halt, dass der Wald direkt da vorne ist. Ja, dann frei. Hier sind es nur noch 205 und nicht mehr. Was wolltest du? Ja, für 250. Oh ja, so. Komm. Geht drauf, jetzt tut's. So, ist schon cool. Sind die Bären hier schon mal wieder. Kann langsam nicht mehr wahr sein, also. Das Beet ist hier doch echt verbuggt. Wenn überhaupt nicht so nachwächst irgendwie. Ich glaube schon. Ja. Läuft die ganze Zeit und so, also irgendwie. Aber das ist ja. Aber ich verstehe nicht, warum alle vier Beete. Ne? Viel zu verstehen, wenn eins vielleicht verpackt ist, aber irgendwie. Aber man kann den ja nicht anders pflegen, oder? Man hat ja keine Parke, wo man Unkraut irgendwie jäten muss und so. Aber wir reißen, ich denke mal, dass wir den, wenn wir uns einen Garten haben, reißen wir den ab, oder? Weil er ist echt nicht schön. Also schön ist der überhaupt nicht. Der war nur zweckmäßig. Okay. Oder ja, und die Steinmauer war ich auch voll umsonst, nachdem wir eigentlich die Holzmauer gebaut haben. Also. Gut, aber ja, stimmt. Ja. Gut, das macht es wieder ein bisschen schöner, diese Steinmauer eigentlich. Vielleicht diese doppelte Höhe, die
war jetzt nicht unbedingt nötig, aber geht schon. Ja, wir haben es einfach mal ausprobiert, wir haben es gemacht, weil in dem Moment hatten wir ja noch keine Holzwand. Ja, genau. Ne? Und die Holzwand hat halt lange gedauert und das haben wir nebenbei gemacht, so ein bisschen gleichzeitig und das hat ein bisschen hat es ja geholfen. Glaube ich. Ich will es nur gut reden. So, dann danke fürs Zuschauen und ich denke, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich. Genau.